Hi Leute, erstmal entschuldigt bitte meine noch nassen, ungekämmten Haare, denn ich bin gerade erst so vor einer halben Stunde oder sowas aus der Dusche gehüpft. Und ja, ich kämme meine Haare immer erst, wenn sie trocken sind und lasse sie ja Luft trocknen. Deswegen, ich hoffe, euch stört das nicht. Es ist ja jetzt ein Maskentest und Vlog und so weiter. Deswegen, ich glaube, die Haare sind ja nicht ganz so wichtig. Und zwar habe ich mir gestern diese Tuchmaske hier bei DM gekauft. Und zwar ist das die neue Balea-Tuchmaske mit Aktivkohlevlies für unreine und Mischhaut. Hier steht noch drauf, hauterholende Pflege und antibakterielle Lösung gegen Unreinheiten. Fand ich super interessant. Ich habe ja immer ein bisschen zu kämpfen mit kleineren Pickelchen oder mit Essern, all solche Sachen. Deswegen finde ich sowas sehr, sehr interessant. Und gerade dieses Aktivkohle-Ding ist ja im Moment in aller Munde. Es gibt ja Waschcremes mit Aktivkohle, Masken, alles Mögliche. Ich habe noch eine andere Maske, wo ich euch nachher was zu fragen möchte. Aber ich würde sagen, kümmern wir uns erstmal um diese hier. Ich habe sie gestern gekauft und bin halt super neugierig, möchte sie unbedingt gleich ausprobieren. Da ich da aber dachte, dass das ein gutes Ding ist auch für einen Maskenvlog, musste ich den jetzt unbedingt drehen. Und ich würde sagen, ich lese euch erstmal vor, was hier hinten drauf steht und dann ja, lege ich sie auf mein Gesicht, die Tuchmaske. Also, hier steht drauf, hauterholend. Die schwarze Balea-Tuchmaske mit Aktivkohlevlies kombiniert pflegende und klärende Eigenschaften in einer Anwendung. Das weiche Vlies der Balea-Tuchmaske mit Bambus-Aktivkohlefasern schmiegt sich sanft an das Gesicht. Die in der Formel enthaltenen Wirkstoffe Salicylsäure und Zink helfen bei regelmäßiger Anwendung, Pickel verursachende Bakterien zu bekämpfen und neuen Unreinheiten vorzubeugen. Ihr wisst ja, ich mag eigentlich gern Produkte mit Salicylsäure und Zink, weil die bei mir wirklich gut funktionieren. Das funktioniert halt nicht bei jedem. Es kommt auch mal drauf an, woher die Pickel stammen, hormonell oder was auch immer. Auf jeden Fall, bei mir funktioniert das sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass es hier drin ist. Dann steht hier noch für eine wunderbar erfrischte und erholte Haut. Ja, und zur Anwendung ist einfach nur Tuchmaske entnehmen und auf das gereinigte Gesicht auflegen. Ich war ja gerade in der Dusche, also mein Gesicht ist gereinigt. Dann 10 Minuten einwirken lassen, Maske abnehmen und die verbleibenden Rückstände sanft einmassieren. Maske ist nicht wiederverwendbar, was ziemlich logisch ist und echt komisch, dass man das noch draufschreiben muss. Also ich hätte es von alleine gewusst. So, ich hole euch jetzt näher ran und dann tragen wir sie erstmal auf. Was ziemlich leicht sein wird, denn es ist ja ein Tuch. So, ihr seid jetzt nah dran, Brille ist ab, legen wir los. Ich gehe mal davon aus, dass das wie bei jeder Tuchmaske ist. Ich habe nur ein bisschen Schiss, weil sie ja schwarz ist und da Aktivkohle offensichtlich drin ist. Beziehungsweise es sind ja Aktivkohlefasern. Deswegen hoffe ich, dass das nicht wirklich schwarz sein wird. Aber ich glaube, hier am Finger sieht man ganz gut, dass wirklich nur das Tuch schwarz ist und nicht die Flüssigkeit, die da drin ist. Und ja, das ist immer ein bisschen ein... Wo kommt denn hier... Wo ist der Anfang, Mensch? Irgendwie habe ich das Gefühl, bei der schwarzen Maske sieht man das schwieriger, wie man sie aufhalten muss, als bei einer hellen Maske. Aber gut, wir werden das schon schaffen. Endlich habe ich es geschafft, was ehrlich gesagt nicht so einfach war. Da waren viele kleine Teile, die eingeklappt waren und das war nicht ganz so einfach, die abzukriegen. Aber packen wir uns die jetzt drauf. Wie mache ich das jetzt hier ohne Spiegel? Toll, ich bin so ein Blindfisch, dass ich zwar den Display sehe, aber nichts erkenne. Moment, ich muss irgendwie einen Spiegel in die Hand nehmen. So. Okay, hier klappe ich das eigentlich immer ganz gerne so um, weil ich immer ungerne die Maske in den Haaren habe. Aber, so. Ich würde sagen, ich habe sie so gut wie möglich aufgetragen und sehe doch jetzt ganz schön seltsam aus. Aber naja, macht ja nichts. Fühlt sich auf jeden Fall erstmal richtig schön kühlend und angenehm an. Ich persönlich mag ja so Tuchmasken auch wirklich sehr, sehr gerne. Sie sind einfach aufzutragen, einfach abzunehmen und ich finde das auch überhaupt nicht störend auf dem Gesicht. Bei mir rutschen die auch im Normalfall nicht runter oder sonstiges. Deswegen ja, ich gucke mal auf die Uhr, damit wir die nur 10 Minuten drauf lassen. Wobei ich glaube auch nicht, dass es schlimm wäre, wenn man sie 15 Minuten drauf lässt. Aber naja, so wie es auf der Verpackung steht, will ich es auch machen. So, während sie einwirkt, kommen wir jetzt natürlich zu der Vlog-Portion dieses Videos. Und als allererstes brauche ich eure Hilfe. Ihr habt mir ja schon sehr, sehr oft gute Tipps gegeben und seid immer eine große Hilfe. Jeder von euch hat ja andere Talente, anderes Wissen. Deswegen frage ich euch immer sehr, sehr gerne, wenn ich mir bei Dingen unsicher bin und denken könnte, einer von euch weiß da ein bisschen Bescheid. Und zwar habe ich mir auch diese Maske hier bei Rossmann geholt. Und zwar ist das die Revival Loop Aktivkohle-Tuchmaske Black Detox.
Detox, also nicht Detox, sondern Tee wie Tee. Für jeden Hauttyp mit schwarzem Tee, Schwarzpappelextrakt ist auch drin. Und darum geht das. Ich habe, das rutscht hier ein bisschen. Ich habe bei Instagram einen Post gesehen, oder ich glaube mittlerweile sogar mehrere. Auf jeden Fall, wo die Maske gezeigt worden ist und viele sind von der wirklich begeistert. Ich würde sie sehr, sehr gerne ausprobieren, aber jetzt kommt das Problem. Und zwar, ich habe Heuschnupfen, um genau zu sein, bin ich hauptsächlich gegen Gräserpollen und eben Pappelpollen allergisch. Und hier ist ja Schwarzpappelextrakt drin. Jetzt bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die verwenden kann oder nicht. Weil ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja gegen die Pollen allergisch. Also wenn ich das einatme oder mir das in die Schleimhäute gerät quasi. Wobei bei mir ist tatsächlich mittlerweile der Heuschnupfen so, dass das mein Asthma sehr verschlechtert. Also dass ich dann sehr schlecht Luft kriege. Und wenn ich irgendwas Juckendes habe, dann juckt meistens mein Gaumen und meine Ohren. Das Problem mit der Nase und den Augen habe ich nicht mehr ganz so schlimm. Hatte ich aber früher ganz, ganz schlimm. Und ja, jetzt ist die Frage, was denkt ihr? Also mir ist schon klar, ihr seid keine Allergologen oder Ärzte oder sowas, aber vielleicht habt ihr mit solchen Sachen auch schon Erfahrungen gemacht, weil ich habe im Normalfall von Pollen oder sowas jetzt an der Haut keinerlei Probleme. Und wenn ich diese Maske auf dem Gesicht habe, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas einatme oder sowas. Schwer zu sagen. Also ich möchte sie unglaublich gerne ausprobieren, aber ich möchte halt auch irgendwie keine allergische Reaktion bekommen. Vor allen Dingen in dem Punkt, dass ich schlecht Luft kriege. Wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen Rötung im Gesicht kriege, mein Gott, ist ja nicht ganz so schlimm. Aber ja, ich bin mir so unsicher. Ich möchte sie so gern testen und ich, Depp, habe es natürlich auch nicht gelesen, wo ich sie gekauft habe. Ich habe sie einfach nur gesehen, eingepackt und gut war's. Weil mein Mann war mit bei Rossmann und er hasst es, stundenlang bei Rossmann darum zu gammeln. Deswegen habe ich mich versucht zu beeilen und habe natürlich nicht gelesen, was da drin ist. Deswegen, ja, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt, wenn ihr auch Heuschnupfen habt, vielleicht sogar gegen Pappeln allergisch seid und ihr diese Maske vielleicht ausprobiert habt oder irgendwas anderes, wo Pappel drin ist oder sonstige Allergene, gegen die ihr halt allergisch seid, das würde mich sehr interessieren, weil ich frage mich halt, ob das nicht ein Unterschied ist, ob jetzt so ein Extrakt hier in der Maske ist oder ob ich die Pollen halt einatme. Ja, wenn ihr irgendwas wisst, dann bitte ab in die Kommentare damit. Ich bin mir nämlich sehr unsicher. Ich habe auch schon ein bisschen im Internet gegoogelt, habe dazu aber wirklich überhaupt nichts gefunden. Deswegen, wenn ihr da irgendwas wisst, würde mir das gut weiterhelfen. Also deswegen schreibt das doch gerne in die Kommentare. Dann wollte ich euch voll geile Karten zeigen. Und zwar war ich gestern, habe ich ja erzählt, bei DM, um eben diese Maske zu kaufen. Und da gab es wohl irgendein der DM Beauty Workshop. Keine Ahnung, was da los war, denn ich war sehr, sehr spät. Das war, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor sie zugemacht haben, erst bei DM. Und da war das alles schon vorbei. Aber ich habe diese zwei Karten da rumliegen sehen, also die man halt gratis mitnehmen konnte. Und ich fand die so süß, ich muss die euch mal zeigen. Und zwar hier steht drauf, Lippenstift am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Fand ich irgendwie super niedlich. Und den hier finde ich noch besser. Und zwar, wahre Schönheit kommt von innen, aber ein bisschen Mascara schadet auch nicht. Finde ich irgendwie super, super süß. Und ich bin am überlegen, ob ich das hier irgendwo an meinem Schminktisch irgendwo aufhänge, weil ich finde, ups, das passt sehr, sehr gut mit dem Beauty-Thema zusammen. Also, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie super niedlich und passend. Vielleicht rahme ich das sogar ein, dann sieht das ein bisschen schöner aus, wie als wenn ich einfach nur so Postkarten an die Wand mache. Auf jeden Fall, ja, die Sprüche passen halt total hier in das Beauty-Thema, würde ich sagen. Ein bisschen rutscht immer dieser obere Teil runter, wenn ich rede. Aber naja, im Normalfall, wenn man so eine Maske macht, sollte man nicht so viel quatschen, wie ich das tue, sondern sich vielleicht eher entspannen, ein bisschen Musik hören oder sonstiges. Aber ja, ansonsten finde ich halt sie ganz gut. Das ist wirklich nur dieser mittlere Teil, der mir immer auf die Lippe rutscht. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen ein Update zu meinem Abnehmen machen. Ihr wisst ja, ich habe ja da vor ein paar Wochen, ist jetzt schon ein paar Wochen her auf jeden Fall, habe ich ja ein Video dazu gemacht und habe ich erzählt, dass ich ja 5 Kilo damals schon abgenommen hatte und dass ich meine Ernährung wieder umgestellt habe und halt ja, viel darauf achte, dass ich wieder auf mein Wohlfühlgewicht komme, weil ich mich mit den 82 Kilo, mit denen ich jetzt wieder angefangen habe abzunehmen, wirklich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ich denke, jeder hat wohl irgendwie so sein Wohlfühlgewicht. Völlig egal, ob das bei dem einen 80 Kilo ist, bei dem anderen 60, bei irgendein vielleicht auch 100 Kilo. Jeder hat ja irgendwie so sein Wohlfühlgewicht. Und mir geht es tatsächlich nicht so wirklich darum, was auf der Waage steht, sondern wie ich mich einfach fühle und wie ich für mich im Spiegel ausschaue und so weiter und so fort. Ich denke, ihr kennt das alles. Aber die Waage, dadurch, dass ich mein Leben lang schon sehr, sehr starke Gewichtsschwankungen hatte, weiß ich ungefähr, bei welchem Gewicht ich mich so am wohlsten fühle. Und ja, also im Moment läuft es echt gut. Schneller, ehrlich gesagt, als ich mir gedacht und vielleicht auch gewünscht hätte. Denn ja, ich habe ja meine Ernährung umgestellt.
Ich esse natürlich im Moment ein bisschen weniger Kalorien, wie als wenn ich dann nachher mein Gewicht halten möchte. Da werde ich natürlich mehr Kalorien essen als beim Abnehmen, ist ja logisch, denn jeder weiß ja, man kann nur abnehmen, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man eben verbrennt über den Tag verteilt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel viel Sport macht, kann man im Normalfall ein bisschen mehr Kalorien essen, weil man ja beim Sport mehr verbrennt. Ich bin jemand, der bewegt sich sehr, sehr viel. Richtig Sport mache ich im Moment nicht so viel, wie ich vielleicht sollte. Aber ich bewege mich sehr viel. Ich habe ja leider, oder für mich ist das eigentlich gar nicht so schlimm, eher so für meine Umgebung. Ich habe nämlich einen kleinen Lauftick, Laufzwang, wie auch man das nennen will. Also zu Hause zum Beispiel sitze ich nie, sondern ich laufe immer im Wohnzimmer hin und her. Ja, ich weiß nicht, warum ich das habe, aber mich persönlich stört es nicht. Und es ist ja eigentlich auch gesund, sich viel zu bewegen. Deswegen, ich bin ein Mensch, der sich sehr, sehr viel bewegt. Und ich habe ja auch zwei Hunde, mit denen geht man ja auch raus und so weiter. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn ich natürlich am Abnehmen bin, esse ich ein bisschen weniger Kalorien, wobei ich im Moment Kalorien gar nicht so zähle. Früher, wenn ich abgenommen habe, habe ich immer Kalorien gezählt. Mittlerweile ist es aber eher so, dass ich einfach mich gesund ernähre, viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, sowas in die Richtung. Und da zähle ich die Kalorien eigentlich gar nicht so, weil ich eigentlich auch ungefähr weiß, wenn ich die und die Mengen esse, ist das schon in Ordnung. Was meistens 3 Mahlzeiten am Tag sind, also ich snacke sehr, sehr wenig zwischendurch, sondern ich beschränke mich auf 3 Mahlzeiten am Tag, womit ich sehr gut klarkomme. Das macht mich super satt und ich bin da eigentlich relativ zufrieden mit. Und auf jeden Fall habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, wie viel ich jetzt abgenommen habe. Ich habe jetzt mittlerweile 13 Kilo abgenommen, also ich wiege jetzt 69 Kilo und habe ja wie gesagt mit 82 angefangen. Was wirklich schon eine Menge ist. Also ich hätte das gar nicht so gedacht, weil ich hungere nicht. Null. Also wirklich absolut null. Ich bin jeden Tag satt ohne Ende. Es ist halt wahrscheinlich nur die Sachen, die ich esse. Was heißt wahrscheinlich? Ich bin mir sicher. Die Sachen, die ich esse, haben halt einfach wenig Kalorien. Gemüse, die meisten Gemüsesorten haben sehr, sehr wenig Kalorien. Obst esse ich meistens morgens. Und die Vollkornprodukte, die ich esse, haben natürlich ein bisschen mehr Kalorien. Aber davon esse ich nicht ganz so viel. Und ich bin mit meiner Ernährung super zufrieden. Ich fühle mich fit, ich fühle mich viel, viel wohler, ich fühle mich gesünder. Ich merke auch, dass meine Schilddrüse mir nicht mehr ganz so viele Symptome bereitet. Leider sind sie zwar immer noch da, aber ich finde deutlich, dadurch, dass ich abgenommen habe und meine Ernährung auf gesund umgestellt habe, dass ich da auch schon eine positive Verbesserung merke. Deswegen bin ich sehr froh. 13 Kilo in dem Zeitraum ist für mich eigentlich ein bisschen zu viel. Also ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen langsamer geht. Aber ich, wie gesagt, hungere nicht und so weiter. Und von daher denke ich einfach, na gut, dann macht der Körper das halt einfach so. Aber ich bin zufrieden. Ich habe jetzt noch so, also mein Wunschgewicht, mein Wohlfühlgewicht ist ja so zwischen 60 und 65. Also ich vermute mal so, wenn ich so 63 oder sowas habe, 62, 63, werde ich wohl sehr zufrieden sein. Und da ich jetzt schon bei 69 bin, ist das ja auch nicht mehr allzu weit weg, was ich sehr gut finde. Ich werde die Ernährung natürlich total so beibehalten, wie ich sie jetzt habe, nur halt mit ein bisschen mehr Kalorien, um dann eben das Gewicht zu halten. Und ja, ich bin wirklich sehr glücklich. Also ich weiß nicht, 13 Kilo ist ja schon eine ganze Menge. Ich merke das so stark bei meinen Klamotten. Und einfach, wie ich mich fühle. Ich fühle mich einfach so viel besser, das kann man sich nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht, jemand, der noch nie mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte, wird das wahrscheinlich nicht verstehen können. Aber wenn man immer Probleme mit dem Gewicht hatte und ja, immer vielleicht auch auf und ab und so weiter, der versteht, glaube ich, wie ich mich jetzt fühle. Dass wenn man einfach das Gewicht verliert, dass man sich wirklich, wirklich wohler fühlt. Wenn man das natürlich möchte. Wenn man dicker ist, man möchte nicht abnehmen, ist das auch völlig in Ordnung. Jeder soll so sein, wie er sich wohlfühlt und das ist das Allerwichtigste. So, ich habe gerade geguckt, die 10 Minuten sind jetzt rum, also würde ich mal sagen, nehmen wir die Maske jetzt ab. Dafür nehme ich euch auch wieder näher dran, damit ihr mein Gesicht schön seht und seht, was da halt so auf dem Gesicht übrig ist, wenn man die Maske abnimmt. So, dann nehmen wir sie mal ab. Gut ist schon mal, dass da wirklich nichts Schwarzes auf meinem Gesicht ist. Ich habe nämlich auch von Revival Loop so ein Aktivkohle-Peeling, was ich wirklich sehr gut finde, aber das ist wirklich schwarz. Deswegen aber ich bin sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Und es stand ja, dass man einfach den Rest einmassieren soll. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Ich finde, die Flüssigkeit, die halt in dieser Tuchmaske ist, fühlt sich sehr gelig, fast schon serummäßig an, würde ich sagen.
Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und das zieht wirklich richtig gut in die Haut ein. Also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel rumgerieben und eigentlich ist jetzt wirklich schon alles eingezogen, was ich ganz, ganz toll finde. Man sieht jetzt, man wird jetzt natürlich noch keinen Unterschied sehen, ist ja logisch, aber meine Haut fühlt sich wirklich toll an. Es ist ein bisschen klebrig auf der Haut, also das merke ich, aber ich vermute mal nachher, wenn das komplett eingezogen ist, wird das auch weg sein. Meine Haut fühlt sich wirklich richtig erfrischt und erholt an. Es fühlt sich durchfeuchtet an. Man denkt ja oft bei so Masken, die eben gegen Hautunreinheiten sind und so weiter, dass die austrocknend sind. Und das ist auch bei manchen wirklich der Fall. Aber bei dieser hier habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass die irgendwie auch nur annähernd austrocknet. Im Gegenteil, meine Haut fühlt sich wirklich richtig schön durchfeuchtet an. Also rein vom ersten Eindruck her gefällt mir die Maske wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir auch gleich zwei gekauft. Also ich denke, ich werde die vielleicht so regelmäßig einmal die Woche machen. Vielleicht auch zweimal die Woche, mal gucken. Und mal gucken, ob sie wirklich etwas gegen die Hautunreinheiten macht und da hilft. Aber sie ist wirklich angenehm auf dem Gesicht während der Anwendung. Die Flüssigkeit lässt sich wirklich sehr, sehr schön in die Haut einmassieren. Die Haut fühlt sich durchfeuchtet an, gekühlt auch, was sehr, sehr schön für den Sommer ist. Und ja, die gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Wir werden sehen, ob sie irgendeine gute Wirkung hat, was die Pickelchen und Hautunreinheiten angeht. Aber so erster Eindruck mäßig, Daumen hoch. So, ich hoffe, dass dieser kleine Maskenvlog euch gefallen hat. Und ja, sagt mir doch, ob ihr diese Maske auch schon ausprobiert habt. Das würde mich sehr interessieren. Wie findet ihr die? Also wie gesagt, mein erster Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv. Und ja, übrigens, ach, das wollte ich sagen. Ich hoffe, dass ich das jetzt nächste Woche schaffe, das Frisurenvideo online zu stellen. Ich habe jetzt alle Frisuren zusammen, die ich gerne zeigen möchte. Also ich habe da ziemlich viel rumprobiert, damit ich mehrere Frisuren habe, die aber auch gut zusammenpassen und einfach zu machen sind. Es haben sich ja einige von euch gewünscht, dass ich dieses Frisurenvideo mache. Und ich mache das auch. Und ich hoffe, wenn alles gut läuft, wird das nächste Woche kommen. Und ja, nur mal so zur Ankündigung. Ich hoffe, dass alles klappt. Ich kann sowas natürlich immer nie versprechen, weil Technik und sonst was kann immer dazwischen kommen und das Leben kommt einfach dazwischen. Aber geplant ist, dass das nächste Woche online kommt. Und ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye!